Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, in der letzten Folge haben wir nun mal herausgefunden, was unsere Fracht ist. Das ist das junge Mädel hier, die mich gerade so total entsetzt anguckt, wahrscheinlich weil ich die letzten Klamotten aus dem vorletzten Jahrhundert trage oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, passend dazu haben wir hier auch überall diese Parkuhren und so, ne? Also, ich kenne keine einzige mehr da draußen. So ein Spielzeugautomaten, so ein, ja, Kaugummis sind es ja meistens. So ein Kaugummiautomaten sieht man schon mal öfter. Aber ja, mehr halt eben noch nicht. Jetzt haben wir Sperrstunde und wir müssen das Mädel sicher Oh, geleiten. ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Das sind jetzt aber die, die gerade flüchten. Das sind nicht die, die mit dem Auto da gerade rumgefahren sind, ne? Fuck. P. Nee, Fedra. Was steht da? N. Al. Ich kann es nicht lesen. Beidix oder sowas? Also, wer das lesen konnte, kann es mir gerne in die Kommentare schreiben. Hock dich doch mal hin! Ich muss mal aufs Klo. Nein, wir sollen uns ja von der Straße eigentlich fernhalten, aber wir können ja nur auf die Straße im Moment, oder? Oder sehe ich das jetzt hier falsch? Muss ich das irgendwie öffnen hier vorne? Nee. Ach so, Moment, da, oder? Geht's da runter? Hier runter. Okay. Das heißt dann ja. So. Los, mach ihn. Ja, doch. Und sie steht einfach so auf den Stufen, so nach dem Motto, auch die sehen mich schon nicht. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Zeigen Sie verdächtige Aktivitäten sofort an. Naja, das hatten wir ja alles schon mal, ne? Also, damit meine ich jetzt nicht in letzter Zeit, sondern das kennt man ja von wegen verdächtige Aktivitäten in Anführungszeichen anzeigen und so. Wo gehen wir hin? Das weiß ich noch Da nicht. hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Ja, und dann? Dann holst du ein Brett irgendwie aus deinem Rucksack raus. Ah. Okay, ich hab Geduld. Es wäre nur schön, wenn du in die Richtung gehen würdest, wo ich dich jetzt hingeschoben habe eigentlich. Aber egal. So geht's auch. Moment. So, lass los. Komm hoch. Ja, geht doch. Wir können das. Die Frage ist, kann die Kleine das auch? Boah. Ey, du könntest ja hier bald mitmachen beim, wie heißt das nochmal? Wo die so über die Dächer rüberhüpfen und so. Ich komme gerade nicht drauf. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch Illegales? Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Also ich darf hier nicht Was läuft da lauschen. eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht, sie ist eine Freundin, schätze ich. Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du? 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. 14? Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt noch Eltern? Sie sind tot, schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert es mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Na toll. Ja, kein Thema. Mich irritiert das ein bisschen, dass ich hier nicht lauschen darf. Aber das heißt für mich dann auch normalerweise, dass jetzt hier keine Gegner kommen. Ah, jetzt kann ich wieder laufen.
Anscheinend ging das wegen dem Gespräch gerade nicht. Hier ist es. Was soll das denn werden? Zeit totschlagen. Oh, und was soll ich jetzt machen? Ich bin sicher, dir fällt irgendwas ein. Deine Uhr ist kaputt. Du redest, wenn du schläfst. Ich hasse Albträume. Ja, ich auch. Weißt du, so nah war ich noch nie dran. An der Grenze. Und wie dunkel es ist. Draußen kann es nicht schlimmer sein. Oder? Was zum Teufel wollen die Fireflies von dir? Hey, hat etwas gedauert. Überall verdammte Soldaten. Wie geht's Marlene? Sie schafft es. Ich habe die Ware gesehen. Es ist viel. Wollen wir? Ja. Dann los. Ja, aber ich würde mich ehrlich gesagt gerne mal kurz umsehen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas haben. Ich meine, also ein richtiges Versteck ist es ja nicht. Und zumindest haben wir hier ein Bad. Wenn ich schon wieder die Toilette sehe, dann müsste ich auch bald wieder hin. Dann gehe ich mal ganz schnell raus. Nee, aber hier sehe ich sonst auch nichts mehr. Ich komme zu euch. Was ist jetzt los? Findest du es nicht komisch, dass sie uns die Arbeit überlassen? Marlene wollte es selbst machen. Wir waren nicht erste Wahl. Sicher nicht mal die zweite. Sie hat viele Leute verloren. Da blieb ihr nichts übrig. Ja, hoffentlich lebt noch einer, der uns bezahlt. Da wird schon jemand sein. Was macht der denn hier, dass der hier so einfach in die Ecke schleicht? Will er was von Tess? Hä? Hä? Ja, ich bin der Erwachsene. Ich muss jetzt erstmal vorgehen. Wenn hier irgendein Zombie-Viech auf uns losgesprintet kommt, bin ich derjenige, der uns retten muss. Okay. Ich habe Y gedrückt, aber er will anscheinend nicht. Ah, jetzt. Ah, okay. Mist. Scheiß Teil. Mist. Dort. Scheiß Teil. Klemmt. Mist. Ist da irgendein Trick bei? Ah. Also es muss wohl irgendwie in dem weißen Bereich drin bleiben in dem Moment. Wer wartet am Treffpunkt am Haus? Sie meinte, da wären Fireflies, die aus einer anderen Stadt sind. Das Mädchen muss wichtig sein. Was ist mit dir? Ist dein Vater ein hohes Tier oder so? Sowas in der Art. Wie lange dauert das alles noch? Wenn alles läuft wie geplant, liefern wir dich in ein paar Stunden ab. Ellie, wenn wir hier raus sind, musst du uns folgen und dicht bei uns bleiben. Ja, sicher. Okay, was haben wir denn hier? Eine Karte mit den Patrouillenrouten außerhalb der Zone. Zettel im Umkreis der QZ Westpatrouille. Südwestpatrouille, Südpatrouille. Südwesten, Infizierter ist durchgestrichen, jetzt sicher. Feindliches Camp? Fragezeichen. Süden, sicherste Route zum Checkpoint Charlie. Befall. Ui. Ja, welchen nehmen wir jetzt? Wir wären ehrlich gesagt Soldaten lieber als Gegner. Hier sind Sporen. Willst du dir das Ding nicht aufziehen? Oder ist das Staub? Okay, können wir hier irgendwas nehmen? Nee, ne?
Leute, kommt ihr auch mal? Nach, ob die Luft rein ist. Ja, ja. Wartet mal. Da vorne ist eine Patrouille. Okay. Wir können, kommt hoch. Genau, brüll einfach in der Gegend rum, wird dich schon keiner komm, hören. Kleine. Sei vorsichtig. So, ich nehme mal an, dass hier jetzt nichts liegt. Nein. Ich finde das immer so toll, dass sie dann einfach hier in der Gegend rumlaufen und ich muss mich dann Verlegen bücken. Ist nicht gut für uns. Also er hat sich jetzt automatisch gebückt. Ach, du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Ja, stell dir mal vor. Okay, ich kann da jetzt im Moment noch nichts hören. Hier geht's lang. Sicher? Na gut, der hat das ja schon mal öfter gemacht, ne? Er weiß, er kennt sich ja aus. Hallo, ich war gerade am Lauschen. Ja. Los, keine Dummheit. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du kennst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez auf Sektor 12. Erbitte Abholung von 3 Flüchtigen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Sei still. Genug von diesem Scheiß. Mhm. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Oh, Scheiße! Ich dachte, wir würden sie irgendwie aufhalten. Oh, Scheiße. Hier! Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär es lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf! Lauf! Los! Los, komm! Oh, Scheiße! 2 Tote uniformierte. Je nach. Schnell. Je nach ist gut. Bleib mal lieber in Deckung. Mein Signal laufen wir. Signal. Laufen. Lauf! Ich kann nicht laufen, wenn du vor mir stehst. Frage ist, wo müssen wir hin? Müssen wir. Achso, da oben, ne? Bleib von dem Licht weg. Oh, würde ich ja gerne. Elli, geh schon mal vor. Jetzt geh da durch, Mann. Joel, du hast eindeutig zu viel zugenommen. Der bleibt stehen, oder? Sind die jetzt rechts oder links rum? Hallo, Leute? Achso. Ich sehe sie, ich sehe sie. Sie müssen durchgekommen sein. Check die Gräben. Na toll. Bleib zurück. Geh mir doch mal aus dem Weg, Mädel. Das ist unser Auftrag. Also weitersuchen. Unten bleiben, sonst sehen sie dich. Na los, Kleine. Bleib bei Joel.
Kommen die jetzt hier runter oder nicht? Oder bleiben die da oben und wir müssen jetzt hier rüber gehen? Das kann natürlich auch sein. Dass sie hier durchgehen. Wobei da hinten ist auch noch offen. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, dass wir hier rum müssen. Wahrscheinlich verrecken wir jetzt, weil wir jetzt falsch rumlaufen. Da oben ist auch noch einer. Ihr guckt hier auch direkt hin. Ah, ich bin mir echt nicht sicher. Der guckt jetzt rüber. Aber an einem von beiden müssen wir vorbei und sie bleibt hier stehen. Also würde ich sagen, wir probieren mal hier unser Glück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Guck jetzt da hinten hin. Jetzt geht er nach hier. Da oben ist noch einer. Lauf, 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 lauf. Siehst du irgendwas? Alles klar hier. Wie ist davon? So weit, so gut. Okay. Lauf, 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 lauf. Frage ist, müssen wir jetzt rechts oder links oder... Tess? Tess ist weg. Hallo, Tess. Kleine steht neben mir. Achso, sie ist auch hier unten. Okay. Schauen wir mal einfach hier. Ich habe keine Ahnung, was hier lang geht. Ne, hier kommt man gar nicht runter. Ich glaube, es ist einfach egal, ob wir jetzt rechts oder links gehen. Aber hier sind nochmal Teile, was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Aber das müssen wir uns mal anschauen. Och, das war nur der Blitz. Okay, sag das doch. Ich kann welche hören. Okay, da können wir nicht rein. Boah, ich dachte gerade, die kommen jetzt hier hoch. Moment. Mist, runter. Los, los. Die sind schon unten. Das sind zwei. Die Klicker erwischen sie. Oh, oh. Das war ein böses Wort. Das war ein ganz, ganz böses Wort. Das möchte ich nicht nochmal hören. Und die möchte ich jetzt auch noch nicht kennenlernen. Ich habe davon gehört, aber ich mag sie nicht. Oh, hier war ein Friseurstuhl, ne? Also, hier war ein Friseur, wollte ich eigentlich sagen. Ist da noch irgendwas, was wir vielleicht mitnehmen können? Mal eben gucken. Teile vielleicht? Ja. Perfekt. Sehr schön. Manchmal lohnt es sich auch wirklich einfach nur mal rüber zu gehen. Und in ein offenes Gebäude, ein eingestürztes Gebäude reinzuschauen. Hier durch. Okay. Oh, nee. Ja, die haben uns auch nicht gehört, Tess. Keine Sorge. Jetzt komm schon, Joel. Ich komme, ich komme, ich komme. Vier Stück. So viele hier draußen. Wie sollen wir da vorbeikommen? Sie sehen uns noch nicht. Gehen wir außen rum. Wie sieht's aus? Sind zu viele, Tess. Oh, Mann. Moment, Moment. Da ist gar nichts drin, das war Verarsche. Das ist voll, okay. Oh, Mist. Sie sind hier bei uns. Versuch sie abzulenken. Okay. Soll ich sie ablenken? Nee, nicht da. Mist.
War das Ablenkung genug? Ich weiß ja nicht, was die unter Ablenkung verstehen. Ich habe nicht gesehen, dass er gerade hingeleuchtet hat. Oh. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt weiter X drücken muss oder nicht. Für mich ist es sicherer, weiter zu drücken. Wo ist die denn jetzt hoch? Der hat irgendwas von da hoch gesagt. Hier, okay. Wartet doch mal auf mich, Mädels. So. Nicht hier warten. Sie sprintet doch auch. Das war verdammt knapp, Tess. Ich hoffe, du bist es wert, Kleine. Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? So anders. Mit anderen Worten, sie hat keine Ahnung, wo lang. Dann gucken wir einfach mal. Nee, da geht's nicht durch. Waren wir nicht eben schon mal hier? Ja, natürlich. Da kommen wir doch gerade eben her, oder nicht? Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Ich habe übrigens, als ich das geschnitten hatte, das Video, habe ich gesehen, dass die Infizierten wohl nicht durch die Taschenlampe getriggert werden. Sonst regnet es hier nicht. Angeblich. Ich vertraue mal einfach darauf. Boah, ich ahne, was jetzt kommt und ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht. Wie sieht's aus? Hier müssten wir durchpassen. Und was mit meiner Taschenlampe? Das ist auf jeden Fall die Wäschekammer. Ich will lieber nicht wissen. Das sieht mir nämlich nicht nach Moos aus. Wir gehen einfach mal hier rum. Charlie, berichtet. Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und Sektor 11 Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Er bleibt im Dunkeln. Die sind lustig. Kommen wir hier rum? Natürlich nicht. Na, so viel zu bleibt im Dunkeln. Hier kann man nirgendwo rum. Okay, müssen wir jetzt rechts oder links rum, Tess? Tess mag nicht. Tess möchte da oben hin anscheinend. Okay. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also sie möchte auf jeden Fall nach links, aber ich würde gerne mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. Sieh nach, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na klar, Boss. Das war ja mein Plan. Ist nichts drin? Okay. Dann geht es weiter hier rum. Ich lasse mal lieber die Lampen aus. Ich weiß ja nicht. Nachher stehen die uns hier direkt gegenüber oder so. Tess, hier lang, durch das Rohr. Das ich glaube, wir kommen hier durch. Rechts oder links rum? Bleib dich dran, Ellie. Links rum. Okay. Oh Gott. Wir müssen diesen Abschnitt doch langsam mal schaffen. Wie ich mich jetzt erschrocken. Oh, warte. Blut. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Weiter. Zurück zum Wald? Oh.
Okay. Das kommt mir alles gar nicht bekannt vor. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess. Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Was ist, wenn's stimmt? Ich glaub's an... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Ja, aber ich würde sagen, bevor wir den beiden jetzt folgen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Es war jetzt gerade so ein wunderschöner Moment nach dieser Videoaktion. Also nach dem Video. Ich rede nur noch Blödsinn, deswegen mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.